Moin Leute, Servus und herzliches Willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es um das Montagsspiel gehen, welches am morgigen Montag, wer hätte es gedacht, stattfindet um 20.30 Uhr. Der FC St. Pauli gegen den ersten FC Nürnberg wird das, wird die Partie sein. Ja, früher konnte man sich das Ganze noch auf DSF oder Sport 1 anschauen, heutzutage ist es nicht mehr möglich. Ihr benötigt also Sky, um das Ganze live zu verfolgen. Wird sicherlich ein interessantes Spiel, ich gehe genau auf die Partie ein, erzähle ein bisschen was dazu, präsentiere euch am Ende einen möglichen Tipp, sage aber gleich vorneweg, an sich kann ich es eher abraten, beziehungsweise ich rate ab, dieses Spiel zu tippen, aber ich kenne euch ja, ihr wollt immer gerne den einen oder anderen Tipp trotzdem dann spielen als Spaßschein oder ähnliches. Deswegen kommt hier die Analyse, aber ja, insgesamt natürlich ein völlig ausgeglichenes Spiel. Gehen wir mal einfach mal näher darauf ein, was uns hier erwartet. Wir haben, wie gesagt, zwei ausgeglichene Mannschaften. St. Pauli hat zuletzt 4:1 im Testspiel verloren, aber von Testspielen halte ich immer relativ wenig. Nürnberg, das hier nicht aufgelistet hat, gegen Jahn Regensburg getestet, ging 2:1 aus, aber da haben die Spieler gespielt, die bisher wenig Einsatzzeiten bekommen haben. Ähnlich wird es bei St. Pauli gewesen sein. Das letzte Ligaspiel liegt jetzt schon wieder 2 Wochen zurück, war bei Nürnberg gegen Darmstadt. Die unglückliche Last-Minute-Niederlage mit 2:3 war wirklich sehr, sehr unnötig, dieses Standard-Gegentor am Ende. Ja, St. Pauli hat gegen Sandhausen 1:0 verloren. Hierzu muss man sagen, war St. Pauli im Grunde die bessere Mannschaft von den Chancen her, aber am Ende, wenn du kein Tor machst und die Chancen nicht nutzt, hast du halt am Ende auch irgendwie verdient verloren. Nürnberg hat ähnlich wie St. Pauli gegen Sandhausen gespielt, aber waren klar die deutlich bessere Mannschaft auch. Sie hatten viel, viel mehr Chancen als Sandhausen. Ergebnis 1:0 ging absolut in Ordnung. Und hier war die Abwehrleistung ganz in Ordnung. Sage ich, gegen Darmstadt war sie vogelwild. Also das war nichts abwehrtechnisch. Bei St. Pauli fehlt mir so ein bisschen der Ansatz im Sturm. Mit Burgstaller haben sie jetzt natürlich einen neuen Stürmer verpflichtet. Gegen Heidenheim, muss man dazu sagen, lief alles für St. Pauli. Sie haben 2 Weitschüsse gehabt. Zack, waren 2:0 in Führung. Dann gab es noch das Standardtor zur Ecke. Dann stand es 3:0. Dann war die Sache im Grunde durch. Nürnberg ging stark gegen Regensburg am Punkt geholt. Aktuell spielt Regensburg gerade gegen Fortuna Düsseldorf, führt 2:0. Also Regensburg ist wirklich eine sehr, sehr gute Mannschaft in dieser Saison. Da muss man erstmal einen Punkt holen. St. Pauli mit einer richtig schwachen Leistung in Bochum. Glückliches Unentschieden am Ende geholt. Hätten am Ende auch nochmal verlieren können. Wie sie zu dem Punkt gekommen sind, wussten sie es selbst nicht. Und wie gesagt, das erste Rundenaus im DFB-Pokal gab es auch noch gegen Elversberg. Ich sehe St. Pauli relativ weit unten drin. Das habe ich in meiner Saisonprognose ja auch schon, sage ich mal, prognostiziert. Wichtige Schlüsselspieler werden, sage ich mal, die drei morgen werden. Burgstaller, auch wenn er bei Schalke jetzt am Ende nicht mehr wirklich getroffen hat, für die zweite Liga ist er wirklich ein Unruheherd, sage ich mal. Dann, ach, jetzt habe ich den Namen vergessen von dem Spieler. Nehmt es mir nicht übel, auf jeden Fall hat er gegen Heidenheim sehr, sehr gute Leistungen gebracht und war auch in der Startaufstellung. Name fällt mir sicherlich gleich ein und Schäffler wird dabei sein bei Nürnberg. Bei Nürnberg hat bisher auf jeden Fall ein Stoßstürmer gefehlt im Sturm, das war deutlich zu erkennen. Schleusner setzt sich einfach viel zu selten durch im Sturm. Er läuft zwar sehr, sehr viel, tut viel für die Mannschaft, aber ich bin gespannt, wie Schäffler sich einbringen wird. Sehe es auf jeden Fall als Bereicherung im Sturmzentrum. Er braucht natürlich Bälle, aber ich sag mal, er kann mal den einen oder anderen Ball auch mal reinmachen. Und das ist genau das, was bei Nürnberg, sage ich mal, meiner Ansicht nach bisher gefehlt hat. Und das war die letzte Startaufstellung von Nürnberg gegen Darmstadt. Ob sie wieder so auftreten werden, ist natürlich dahingestellt. Es war vor 2 Wochen. Behrens wird nicht dabei sein, der fehlt wegen einem positiven Corona-Test. Virgil Misicjan wird auch nicht dabei sein, der hat sich gleich wieder verletzt im letzten Testspiel gegen Jahn Regensburg. Ansonsten gehe ich von einer ähnlichen Aufstellung aus. Ob sie auch wieder so offensiv auftreten werden, sage ich mal, weil Lohkämpfer war doch eher die zweite Spitze, kann man so sagen, wird sich zeigen. Ich glaube eher ein bisschen defensiver. Aber ich glaube, Lohkämpfer wird wieder seine Chance bekommen. Der war richtig gut. Dovedan vielleicht wird wechseln, aber ansonsten gehe ich von einer ähnlichen Aufstellung aus wie gegen Darmstadt. Hier war der FC St. Pauli gegen Sandhausen, Kire, jetzt hier haben wir den Spieler, auf den es in der Offensive bei St. Pauli bisher ankommt. Und Bubala und Paccarada, die zwei Neuzugänge, spielen auch aktuell relativ gut bei der St. Pauli 11, insgesamt trotzdem relativ ausgeglichen, kann man sagen, beide Teams.
Deswegen trotzdem mein Tipp, warum jetzt auf den ersten FC Nürnberg? Sicherlich spielt da ein Stück weit die Fanbrille mit, aber der FC St. Pauli hat mich in der letzten Saison schon überhaupt nicht überzeugt. Sie waren richtig, richtig schwach in der letzten Saison, bestätigt sich in den ein oder anderen Spielen bisher auch. Nehmen wir das DFB-Pokalspiel gegen Elversberg, nehmen wir die Partie gegen den VfL Bochum, gegen Heidenheim hat alles mitgespielt, das muss man dazu sagen. Also sie haben zwar eine gute Leistung gezeigt, aber wie gesagt, 3-0 in relativ kurzer Zeit, Weitschuss, Eckballtor, zack, waren sie vorne. Heidenheim war nicht gut an dem Spieltag. Und dann hatten wir noch die Niederlage gegen Sandhausen, wo sie ihre Chancen nicht genutzt haben. Alles in allem sehe ich Nürnberg deswegen den Tick vorne, sichere das Ganze ab mit dem asiatischen Handicap mit 0,0. Fast eine Zweierquote finde ich das sicherlich auch noch beim ein oder anderen Wettanbieter. Insgesamt kann ich euch natürlich raten, wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut euch das Spiel live an. Ja, ganz, ganz wichtig. Dann könnt ihr schon ein Stück weit abschätzen, wie die Tagesform sein wird. Das wird sicherlich bei diesem Spiel entscheiden. Und das wäre es im Grunde zu dem Spiel gewesen. Schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Wie gesagt, wenn ihr es nicht unbedingt tippen wollt, tippt es auf keinen Fall. Wie schon gesagt, der Hinweis. Abo würde mich auch freuen, dann verpasst ihr keine Tipps mehr. Und ja, jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Tippen, Fußball schauen, was auch immer. Haut rein und ciao.